Brown. E-W-I-N-S-I-D-E. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen bei diesem... Du weißt ganz genau, wie sie es liebe, wenn jemand meine Anmoderation unterbricht, oder? Ich finde es so geil. Danke. Endlich mal jemand, der das gemacht hat. Oh mein Gott, ist das schön. Leute, ich muss mir heute wieder eine Frage stellen. Und zwar, Jodie, egal wie unsere Beziehung zueinander ist, was auch immer wir hier machen, ja? Liebst du mich eigentlich? Das ist eine Frage. Das ist eine Frage und die werden wir heute bei Teste dich. Richtig, die werden wir heute nämlich bei Teste dich beantworten, meine Freunde. Ihr wisst, Teste dich ist die Quelle der wissenschaftlichen Ausarbeitung von Gefühlen, Emotionen. Gefühle sind Emotionen. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Jody, ich habe hier ein paar gute Tests und herausgefunden. Der ist übrigens auch von Dr. Love. Und Dr. Love hat promoviert, damals glaube ich in Heidelberg, an der Psychologie-Universität in Heidelberg. Ist dann tatsächlich mit seiner Professur nach Peking ausgewandert. Und hat von Peking aus diesen Test ins Internet gestellt. Also auf jeden Fall ein absoluter Bringer, der Typ. Er ist auch schon tatsächlich mit 36 verstorben. Das hier ist der wahrscheinlich längste und beste Test über die Liebe, den ihr finden werdet. Und wir euch in der Frage, liegt sie mich wirklich sicher weiterhelfen. Wir. Unser Team Dr. Love. Dr. Love ist halt schizophren, das kommt dann noch dazu. Deshalb, also er hat mehrere Persönlichkeiten. Leute, fangen wir einfach an und schauen, was Dr. Love sagt. Du musst das aber eigentlich beantworten. Herzlichen Glückwunsch, einer von uns. Gratis Geschenk? Skype. Telefonieren Sie viel mit Skype? Nein. Benutzen Sie Videochat? Nein. Spam? Nein. Kriegst du da nicht jetzt irgendwas? Ihre IP wird überprüft. Herzlichen Glückwunsch. Drei Preise fast zur Verfügung. Ja! Okay, Leute, lassen wir das. Leute, fangen wir an mit Frage Nummer 1. Was empfindest du für sie? Wenn nichts genau zutrifft, dann wähle einfach die nächstbeste Idee. Man muss dir erstmal klarkommen und schauen, was will der Proband überhaupt. Ja, ist der Proband überhaupt selber auf der gleichen emotionalen Ebene wie das zu testende Subjekt? Ja, alles klar. Ich weiß ja nicht, ich kann sie gut leiden, ich mag sie, bin mir aber nicht sicher. Doch, ich mag sie sehr, es fühlt sich einfach toll an. Einfach nur Liebe, Magengrummeln, etc. Bin mir nicht sicher, es ist kompliziert. Ich würde sagen, einfach nur Liebe, Magengrummeln, etc. Fühle ich mich toll? Fühle ich mich irgendwie ängstlich? Voll schön? Geil. Wenn du sie siehst, dann geil. Wenn du sie liebst, wenn du sie siehst, dann geil. Warte, das ist ungefähr so. Geil. und wenn sie dich sieht, Jodie. Ja, jetzt. Was machst du, wenn du mich siehst? Ja, du musst gucken jetzt, ne? Mhm. Guck mich mal, schau mich mal an. Ich kann nicht. Nein, guck mich jetzt mal an. Sie schaut mich nie kaum an, sie schaut mich ganz schön viel an, sie läuft rot an und lächelt verlegen. Ihr Gesicht ist immer ziemlich rot, deshalb... Nein, das ist Make-up! Ach so, okay, sie läuft rot an und lächelt verlegen, definitiv, definitiv. Hör auf mit meinem Arm hier. Würdest du jetzt auf... stell dir vor, sie kommt auf dich zu und fragt dich, ob sie dich liebt, wie reagierst du? Hä, sie kommt auf dich zu und ich frag dich, liebst du mich? Was sagst du? Ich weiß nicht. Ich krieg deinen Ton raus, ich bin misstrauisch und sag aus Angst, nein, ich dich auch. Hä? Warte mal. Moment. Sie fragt, ob sie dich liebt. Ich dich auch. Macht gar keinen Sinn. Liebst du mich? Liebe ich dich eigentlich? Liebst du mich? Ich dich auch! Ich nehme an, dass sich hier ein kleiner Rechtschreib- bzw. Satzbaufehler eingeschlichen hat, den es hier gilt auszumerzen. Ich nehme an, dass die korrekte Frage lautet. Wer aus dem UFO passt am besten zu dir? Das müssten wir vielleicht auch noch testen. Ja, genau. Jedenfalls wird die grundsätzliche Frage hier sicherlich lauten, ob ich sie liebe. Ich dich auch küssen. Würdest du jetzt, ohne irgendwas davor mit ihr Sex haben zu wollen, stell dir vor, es kommt, bitte sich an. Würdest du jetzt sofort, ohne irgendwas davor mit ihr Sex haben wollen, kannst du bitte vernünftig reden? Irgendwas davor? Ich liebe sie doch nicht wegen Sex! Panikattacke! Nein! Oh ja, sofort überall! Ich würde sagen, oh ja, sofort überall. Oh ja, sofort überall. Okay. Was liebst du denn genau an ihr? Ihre Brüste, ihr Gesicht, sie ist so geil. ganz vergessen, um welchen... Aua. Das ist aber der Unterdruck in deinem Ohr. Hör auf jetzt. Das tut voll weh. Ganz vergessen, in welchem Umkreis wohnst du um sie herum? Sie ist meine Nachbarin. Wie ist ihre Persönlichkeit? Ich weiß nicht recht. Sie ist ein bisschen wahnsinnig. Nein, nett schön und freundlich. Ups. Oh nein. Schlaganfall. ihre Persönlichkeit ist... schön, freundlich und nett.
persönlich, wird das mit H geschrieben? Nee, ne? Ich wollte gerade sagen, so. Das ist die Sohn von meinem Sohn. Die. Achso, da weiß ich nicht so recht, wie dein Sohn drauf ist, keine Ahnung. Peinliche Frage, stell dir vor, du hättest Sex mit ihr. Sex. Sex. Stell dir vor, du hättest Sex mit ihr. Wie würde sie vorgehen? PS, die ist Jungfrau. Warum? Warum ist sie Jungfrau? Schlaganfall. Ich würde einfach, warte, schau, leg dich mal hin. Und wie war ich? War ich gut? Super. Ich würde sie so richtig ficken. Ich werde ihre Vagina. Dr. Love geht gerade ein bisschen steil hier, Alter. Da wurde ein bisschen Wenn du sie ansiehst, wo schaust du dann hin? Ich kann sie nicht ansehen, ich hab Angst. Mach mal. Es geht nicht. Es geht nicht. So schlimm ist es doch auch nicht, oder? Ihre Brüste und ihren Schritt. Warum guck mal in den Schritt, als wäre da irgendwas Spannendes Die zu Augen, sehen. Natürlich. Wo sonst? Hattet ihr schon Körperkontakt? Ich habe sie mal sehr intim berührt, doch sie schrie mich an. Das ist so ein Mo-Test. Ah! Ja, Hände halten. Nichts Ungewöhnliches, aber ja. Ja, nichts Ungewöhnliches, aber ja. Jetzt mal zum Aussehen. Ich will nicht wissen, wie sie genau aussieht. Das ist ja Geschmackssache. Also, gefällt ihr Aussehen? Sie ist so sexy, ich will sie richtig hart ficken. Ich will nicht wissen, wie sie genau aussieht. Sie ist so sexy, ich will sie richtig hart ficken. Da das ja Geschmackssache ist. Als ob dieser Dr. Love nachher alle Antworten liest und dann wie? So guckt. Und wie? Traumhaft. Oh. Glaubst du ehrlich, dass sie dich mag? Sei ehrlich. Keine Angst, sie hat mich geschlagen. Das stimmt tatsächlich nicht. Glaubst du, sie lebt dich? Dr. Love, Alter, was ist los, Junge? Dr. Love, lebst du mich? Ich lebe weshalb dich. Weshalb mache ich den Test? Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Ich liebe ihren Körper und sie auch. Nein, sag Nein. Das andere mit dem Test. Weshalb? Das ist richtig. Das sind nur 15 brauchst Fragen. Du Sex das mit ihr? So Test. Allgemein. Ich brauche sie nur. Es geht die ganze Zeit nur um Sex. Ich brauche... Es wäre so schön. Es wäre so schön. Klar, warum nicht? Ja klar, warum nicht. Leute, und Auswertung. Zu 33% sind sie, du liebst sie hoffnungslos. Hä, liebt sie mit... Du liebst sie hoffnungslos und sie ebenfalls. Nähere dich ihr! Und einfach mehr... Was? Nein! Das Leute! Ein Kinderspiel! Um natürlich jetzt nochmal sicher zu gehen, um nicht um über 10 Minuten zu kommen... Werde ich nur meine folgende... werde ich nur meine Aufmerksamkeit im nächsten Test direkt wecken und ich würde sagen, wir gehen hin und... Lieb dein Schwarm dich! Ist... Maike! Werden Maike wir jetzt beantworten! Die war gut! Wie verhält sich dein Schwarm dir gegenüber? Hält Abstand, schüchtern, offen, versucht Kontakt aufzubauen, sucht deine Nähe! Offen. Ganz offen, oder? Offenbach. Wenn du mich jetzt anrübst, hau ich deine rein. Wie ist euer Verhältnis? Es gibt keins. Gute Freunde, Seelenverwandte, oder Bruder? Oh, warte. Ich würde schon sagen. Ah, Checker! Warte, Thomas, jetzt hier einblenden. Sitzt mich in unseren Köpfen. 3, 2, 1. Definitiv Seelenverwandte. Wie ist deine Reaktion, oh, wenn jetzt du. Ich krieg schon vor den roten Fleck. Ich hab noch ein Meeting gleich. Ihn oder ihm? Hm, das ist natürlich jetzt grammatikalisch wieder die Frage. Die Frage. Habe ich einen roten Fleck jetzt? Nein. Er sagt zu. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum ich auch immer schwul bin, aber gut, machen wir weiter. Was denkt dein Schwarm über dich? Was denkt dein Schwarm über dich? Sehr schlecht denkt er über mich. Was denkt dein Schwarm? Was denkst du eigentlich über mich? Sehr schlecht. Er ist nur fies, wenn er bei seinen Jungs ist. Hä? Du bist immer mit deinen. Du! Du bist es. Ja, du bist der Schwarm. Du bist der Schwarm und du bist immer mit deinen Jungs unterwegs und da bist du fies. Nein, nein, nein. Wie ist dein Verhältnis zu ihr? Sie hasst mich, sie kann mich leiden, sie findet mich okay, sie mag mich, sie liebt mich. Ja, haben wir eben festgestellt, dass du mich liebst, oder? Haben wir achte, genau. Wie guckt sie dich an? Guck mich an, bitte! Kann ich hier sagen, mit einem Auge das andere zu? Bisschen dumm vielleicht? Sie stalkt mich. Würde ich schon sagen. Würdest du schon sagen, oder? Schon sagen. Du kommst doch immer vom. Stehst doch immer vom UFO. Dann schrei ich. Reni! Ich will nie so laut schreien hören. Traurig. Machen wir. Gut, das. Hat sie dich schon mal nach einem Treffen-Date gefragt? Noch nie? Ja, nein, aber fast. Du, eigentlich würde ich mit dir. Noch nicht rot? Nein. Ich würde gerne auf jemanden Date gehen, aber fast doch nicht. Tschüss. So. Nein, aber fast. Also ich wollte dich fragen, ob, und dann kam Auto, hat sie überfahren, ja, Ende, ja schade. Einmal, ja schon öfter, oder? Hast du schon öfters gefragt, ne? Ja. Ja, aber du sagst immer nein. Mhm, aber du hast schon oft gefragt. Immer YouTube-Videos, Geld, Geld, hier und da, man kennt dich, Leute, hä? Ja, ja, machen wir schon öfter, das passt. Wie findet sie dich, hässlich und blöd? Ganz okay. Mit 3 E aber, oder? Okay. Okay, gut. Was denkt sie über dich? Dass ich dumm bin und unfreundlich? Das stimmt wahrscheinlich sogar. Nee. Bin ich wohl? Ich. Die sagt, ich bin intelligent? Nee. Hä, was? Ah, Zwickmühle. Ah! Ah! Laut. Antworten oder? Ich kann nicht. Aha, perfekt. Dann sage ich einfach, dass ich dumm und unfreundlich bin. Perfekt. Nächste Frage.
Was würde sie sagen, wenn du mit ihm zusammen sein wolltest? Sie würde sich kaputt lachen, gar nicht. Er würde nachdenken, er würde zögern, dass er das versuchen kann. Er sagt ja. Das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt... Warte mal, wie rum ist es jetzt? Wenn ich jetzt dich frage oder du mich? Boah, warte mal. Was Moment, ich brauche meine... Wo ist meine Denkerbrille? Kleiner Moment. Ich muss ganz kurz... Wir haben das aus der Perspektive gestartet. Wenn du mich jetzt fragst, ob du mit mir zusammen sein willst, heißt das, dass ich dich frage, ob du mit mir zusammen sein willst? Und überhaupt, gibt es ein drittes Geschlecht? Ich hab die Lösung. Du wolltest erst auf Ja drücken. Ich bin halt schüchtern. Okay, Leute, Auswertung! Bitteschön. Sie ist Hals über Kopf in dich verliebt. Die sucht deine Nähe und macht dir viele Komplimente. Versuch doch einfach mal ein bisschen mit ihr zu flirten. Okay, Leute. Kurz einmal eins im Flirten. Ich habe hier auch schon direkt das Richtige. Geil. Oh mein Gott. Sind Pflaumen sind ein Aphrodisiakum. Jetzt ist es sauber. So, stell dir vor, Jody. Ich treffe dich so am Bahnhof. Geh so hin. Warte, ich habe vorher das hier gemacht. Nein, nicht nochmal. So, stell dir vor, ich treffe dich so am Bahnhof. Du stehst da so. Ich komme so an. Warum soll ich am Bahnhof sein? Super, Leute. Und so klärt man sich eine Freundin. Ganz einfach. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut mal Jody vorbei. Und das war's von diesem wunderschönen Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.